Peter Schneider. Habe ich immer gerne gelesen. Der ist Jahrgang 40, im Süden aufgewachsen, München, Freiburg und dann 62 nach Berlin als einer der Studentenführer und Organisatoren der Studentenbewegung. Und dies hier, schon bist du ein Verfassungsfeind. Das unerwartete Anschwellen der Personalakte des Lehrers Kleff ist autobiografisch, denn er selber kriegte Berufsverbot. Das wurde 4 Jahre später aufgehoben, aber da wollte er nicht mehr Lehrer werden, da war er schon Schriftsteller. Also, und schon bist du ein Verfassungsfeind. Ich will mal einen, so ein bisschen tagebuchartig, einen Abschnitt ganz vorne lesen. Von einem ihrer Kollegen habe ich gehört, dass er in einem Verfahren einen abgelehnten Bewerber und in einem anderen die ablehnende Behörde vertritt. Er tut das, so wurde mir berichtet, weil ihn jeweils ein anderer verwaltungsrechtlicher Aspekt der Streitsache interessiert. Er hat einfach den sportlichen Ehrgeiz, das Spiel zu gewinnen, egal auf welcher Seite. Wie ein Fußballspieler, der sein Können und seinen Kampfgeist von einem Tag auf den anderen dem gegnerischen Verein zur Verfügung stellt, wenn es dafür entsprechend bezahlt wird. Ihren Kampfgeist zu kaufen, fürchte ich, fehlt mir das Geld. Und da, was auf mich Zukunft kein Spiel ist, möchte ich schon das Gefühl haben, dass wenigstens mein Anwalt überzeugt ist, dass ich im Recht bin, auch wenn ich nicht Recht bekomme. Na, so schreibt er, und schon bist du ein Verfassungsfeind. Berühmt geworden ist aber Peter Schneider in unseren Kreisen mit der Erzählung Lenz. Georg Büchner, der Autor von der Erzählung Lenz, der natürlich bei allen Germanisten, Philosophen, Historikern der 60er Jahre der Studentenbewegung so vorbildlich war. Eine Erzählung über das Scheitern der Utopien beim Rotbuch Verlag. Bekanntlich eine Abspaltung vom Wagenbach Verlag, die radikale Abspaltung vom Wagenbach Verlag. Wobei zu sagen ist, Peter Schneider hat sehr oft im Tintenfisch geschrieben, im Jahrbuch für Literatur aus dem Wagenbach Verlag. Wer das noch kriegt, da gibt es so ein Sammelkompendium in 2 Bänden. Ganz toll. Lenz, auch Rotbuch Verlag. Dann aus dem Wagenbach Verlag, die Ansprachen, das sind Sachen zur Studentenbewegung, Reden, Notizen, Gedichte, ist erschienen 1970 und ich habe das aber als Quartheft in der Ausgabe 1982. Lese ich mal so Titel: Wir haben Fehler gemacht, die Bild-Zeitung, ein Kampfblatt gegen die Massen, Rede an die deutschen Leser und ihre Schriftsteller, Brief an die herrschende Klasse in Deutschland. Also das war noch alles auch sehr kämpferisch und politisch, politische Literatur. Auch ein schönes Buch, ne, die Quartefte sowieso, schöne Bücher. Dann bei Rowohlt, bei dieser tollen Reihe, das neue Buch. DNB,
wo ich dann mal DAB, das alte Buch, erfunden habe. Peter Schneider, Atempause, Versuch, meine Gedanken über Literatur und Kunst zu ordnen. Das ist von 1977. Und da habe ich die Ausgabe 1980. Und das Schönste ist, Peter Schneider findet Musik auch ganz toll, also klassische Musik. Der Titel Zerhackte Klaviere und andere Sachen. Erinnert natürlich an Georg Kreisler. Schneider, Atempause. Dann die Wette, Erzählungen, ein paar Erzählungen drin, beim Rotbuch Verlag auch. Das Ende jeder Diskussion heißt eine. Verloren im dritten Satz eine andere. Dann gab es den Mauerspringer bei Luchterhand, Sammlung Luchterhand. Das habe ich schon nicht mehr so gerne gelesen. Auch gar nichts angestrichen, was ich jetzt hier mal lesen könnte. Das ist von 84. Und dann nochmal abgegriffen im Flohmarkt oder im Antiquariat. Peter Schneider, Paarungen für 4 D-Mark damals. Weiß ich überhaupt nicht mehr, ob ich es noch gelesen habe. Aber die ersten beiden, hier Lenz und Schon bist du ein Verfassungsfeind und die Ansprachen, tolle Bücher, wer die findet, kann sie kaufen.